Und nicht nur eins, sondern stand jetzt 4 Dates. Sehr gut. Hier ganz rüber. Also, jetzt ist ja das Ganze so, ein Date hat er, der Ul. Vielleicht ja mit dir, Sarah. Warum sollte er es mit dir haben? Was findest du so schön? Ich finde, er hat ein sehr, sehr schönes Gesicht und stylisch sehr, sehr mein Ding. Und ja, ich... Mal gucken. Du würdest schon gern ein Date mit ihm, ne? Ja. Ich denke, ich... Nee, du, also cool. Du, er entscheidet gleich. Ich denke, ich find's cool. Lass ich mal so stehen. Das ist Shushu und die will dich nur für sich. Ja, ich mach's kurz. Bitte. Hampelmann, Hampelfrau. Okay. Melli, du hast ja schon angekündigt, du würdest sehr gerne mit ihm tanzen. Was sagst du jetzt? Ich hätte niemals drücken können bei so einer Tanzeinlage. Sorry, aber geil, geil, geil. Und vielleicht gehen wir ja irgendwann mal zusammen tanzen. Ja, guck mal, könnte passieren. Vielleicht ja schon heute. 4 Dates, mein Lieber. Aber jetzt drehen wir das Ganze natürlich wie immer um bei dieser Sendung. Und du entscheidest, buzzer bitte erstmal 2 raus. Okay. Ja, ja, jetzt 2 dieser wunderbaren 4 Damen rausbuzzern. Bitte schön. Dann kommst du wieder. Das ist süß. Nimm mich. Schwer, ne? Schwer. Wie du willst, ist okay. Noch eine. Boah, das wird echt schwer. Sizzler, du bist mir zu wild. Ich schwör, ich feier dich, aber du bist mir zu wild. Mann. Oh mein Gott. Na, du mir auch. Ja, da muss ich auch noch richtig drücken. Tut mir leid. Ur, komm her, mein Lieber. Da hat er noch gesagt, tut mir leid, aber du bist mir zu wild. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, aber... So ist das bei dieser Sendung. Jetzt haben wir da noch diese beiden wunderbaren Frauen nebeneinander. Einmal Mona, einmal Sarah. Und lieber Ur, du stellst jetzt an die beiden deine Frage, die du mitgebracht hast. Okay. Also, meine Frage wäre an euch zwei. Was habt ihr aus eurer härtesten Zeit im Leben bis jetzt mitgenommen?